So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es gibt gleich noch was anderes zu sehen als einen Plastikbeutel im Walde. Es geht nur darum, dass ihr das einfach mal gesehen habt. Das ist unser neuestes Pülverchen-Experiment. Das gibt jetzt auch kein langes Video. Das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz mit der Kamera begleiten. Wir probieren es jetzt gerade aus. Sind zu diesen Zwecke unter anderem in den Wald gegangen und wollen mal gucken, wie das schmeckt. Das ist unsere Schoko-Dessert-Creme. Darf man das so nennen? Ja, natürlich. Darf man so nennen. Und da ist drin, kriegst du die Zutaten zusammen? Sahnepulver, lass mich erstmal denken, bevor ich da labern muss. Okay, sie denkt in der Zwischenzeit und ich erzähle noch ein bisschen was dazu. Dadurch, dass auch noch Ei drin ist, also die eine Zutat kann ich schon mal verraten, müsste man, wenn man es mit Ei machen möchte, man kann das Ei theoretisch auch weglassen, das Ganze ganz kurz im heißen Wasser, also schon ein bisschen kochen lassen, damit es einfach stockt, ne? Damit das Ei halt gerinnt. Und dann gibt es eigentlich, hoffen wir, eine leckere Nachspeise für unterwegs, die mit vergleichsweise geringem Brennstoffaufwand noch herzustellen ist. Es ist aber halt eben nicht ultra effizient, weil es nicht reicht, das einfach nur mit heißem Wasser zu übergießen, sondern es sollte wirklich ganz kurz aufkochen und dann kurz köcheln. Aber ich glaube trotzdem, dass der Brennstoffverbrauch sich sehr in Grenzen halten wird. Und streng genommen ist es auch eigentlich nur ein Luxusessen, also sprich eine Nachspeise. Gut, wir haben jetzt spaßeshalber mal den Trank hier aufgebaut. Der ist schon an, der macht jetzt schon Wasser heiß. Und dann sind dir die Zutaten wieder eingefallen. Ich glaube, ich habe sie. Moment, ich muss umdrehen, damit Evelyn ins Mikro reden kann. Und dann müsst ihr Mikro reden. Also drin hat Sahnepulver, Eipulver und Maizena, also Maisstärke. Mhm. Und für den Geschmack Kakaopulver und Zucker. Okay. Ich glaube, es sind die 5 Sachen. Irrtum vorbehalten. Da wir jetzt leider eben das aufgeschriebene Rezept in Papierform nicht dabei haben, jetzt hier im Wald, blende ich das natürlich dann an gegebener Stelle nochmal ein und werde das dann, falls notwendig, nochmal per Voice-Over entsprechend kommentieren. Ansonsten hier Tüte, ne? Da Topf. Und jetzt schauen wir mal, was das wird. Schneebesen. Oh, Schneebesen. Schneebesen hätte man draußen dann halt nicht, dann müsste man halt versuchen, entweder einen Schneebesen zu improvisieren oder einen Mini-Schneebesen von 20 Gramm mitnehmen oder halt in Gottes Namen mit einem Spork, so gut es halt geht, versuchen, das dann irgendwie zu verrühren. Ja, aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal heißes Wasser und dann sehen wir weiter. So, ich mache jetzt mal den Evelyn ihren Kameramann und sie zeigt uns, wie man Schokomischung-Zeug in Topf tut. Das haben wir alle noch nie gesehen. Das ist total spektakulär. Das Gute ist, Schatz, das Mikro zeigt nicht auf dich. Das heißt, wenn du irgendwelche unqualifizierten Kommentare machst, dann hört das vermutlich keiner. Ja, wenn sie laut genug sind, die unqualifizierten Kommentare, dann schon, aber... Ich mache nie unqualifizierte Kommentare. Man muss schon sehr laut sprechen, damit das Mikro, wenn es in die andere Richtung zeigt, einen versteht. Ne? Ich glaube, wir haben zu wenig Wasser. Wir haben uns Folgendes überlegt. Es ist uns noch nicht ganz klar, wie viel Wasser wir da eigentlich genau brauchen. Was ja per se kein Problem ist. Man kann ja Autos eh nicht Wasser so super exakt abmessen. Also man kann vielleicht schon, aber es ist doch recht umständlich. Ja, sonst brennt es an. Ja, ich kann dir nicht helfen. Ich muss Kameramann machen. Deswegen haben wir tendenziell lieber erstmal weniger Wasser genommen, damit es tendenziell lieber eher ein bisschen dicker wird, weil neues Wasser dran kippen kann man immer. Wasser hinterher wieder rausholen kann man nicht mehr. Beziehungsweise nur super umständlich und unter hohem Brennstoffverbrauch. Aber ihr seht, das ist jetzt wirklich nur ganz kurz auf der Flamme und im Grunde glaube ich, das reicht schon, ja. Eben, fertig. Gut, wir machen gleich einen Geschmackstest. Lass uns noch kurz abkühlen vorher, ja. So, Evelyn wobbelt extra, damit man sehen kann, das ist so eine Art Pudding-Konsistenz jetzt, ne? Also so ungefähr Pudding, wir nennen es einfach mal Schokocreme, Mousse au Chocolat wäre zu viel gesagt, richtiger Pudding ist es auch nicht, es ist halt irgendwas zwischen diesen Konsistenzen, es ist aber schon ein bisschen, nimm mal einen Löffel rein, spaßeshalber. Ja, ich meinte jetzt einen Löffel rausnehmen, damit man so die Konsistenz erahnen kann. Jetzt könntest du eigentlich mal verköstigen und ich versuche, ohne dass du im Bild bist, deine Reaktion zu beschreiben.
Sie will um Verrecken nicht auf die Kamera heute. Sie sieht... Meine Haare sind nicht schön. Ja, ihre Haare sind nicht schön. Und? Ja, also besonders begeistert sieht sie nicht aus. Das Eipulver ist einfach ein bisschen zu dominant. Das Eipulver ist zu dominant. Aber du mal verköstigen. Ich teste, ich verköstige. Ich dürfte zwar theoretisch aufs Bild, aber ich müsste das Mikro umdrehen, damit man mich auch versteht. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ihr mich halt leider nicht sehen könnt. Also ich glaube, auf Tour wäre das absolut genial. Also auf Tour würde das super, super gut schmecken. Auf Tour wäre das geil. Das Eipulver ist schon noch ein klein wenig. Man merkt so ein bisschen, dass da Eipulver drin ist. Einfach weniger Eipulver. Weniger Eipulver. Gut, dann blenden wir euch das ergänzte Rezept mit weniger Eipulver noch ein. Aber es ist total schokoladig. Erzähl mal was. Es ist total schokoladig. Also ich mag's und auf Tour war sicher. Wie Ben schon gesagt hat, super lecker. Weil da gibt es ja normalerweise nicht wirklich Nachtisch. Gell, Ben? Und erstaunlich cremig. Also von der Konsistenz her, erstaunlich cremig. Ben sagt tschüss, er hat einen Löffel im Mund. Macht's gut.